Und damit blicken wir nochmal auf das, was wir bisher erlebt haben. Unter anderem auf dem Bendlerblock schielen wir, denn da geht's gleich los. Wir sehen, Christine Lambrecht ist auch vor Ort, die mittlerweile ausgeschiedene Verteidigungsministerin, denn er ist ja jetzt schon vereidigt, hat seine Ernennungsurkunde bekommen. Boris Pistorius war im Bundestag, hat viele Hände geschüttelt und dann den Amtseid dort abgelegt vor der Parlamentspräsidentin Bärbel Baas. Genau so ist es. Wir können ja noch mal auf die Bilder schauen. Oder haben wir die vorliegen oder bleiben wir dann doch im Bendlerblock bei der scheidenden oder geschiedenen Ministerin? Da ist es, genau. Da ist er, der Amtseid, den er ablegt. Und was Boris Pistorius da genau gesagt hat, das hören wir uns noch mal an. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Ich schwöre, und dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Herr Pistorius, ich stelle fest, dass Sie gemäß dem Grundgesetz den Eid geleistet haben. Herr Bundesminister, ich gratuliere Ihnen im Haus, im Namen des ganzen Hauses ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Und bei uns im Studio weiterhin Nikolaus Doll, denn wir blicken auf den Bendlerblock, der letzte offizielle Teil sozusagen. Ich habe es gerade schon gesagt, Christine Lambrecht dort auch noch mal da, um sich auch aus dem Amt zu verabschieden. Die Bundeswehr ist natürlich der wichtigste Teil für das Verteidigungsministerium. Und es wurde auch immer wieder jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass die Truppen Respekt bekommen und Respekt haben vor dem Verteidigungsminister. Glaubst du, bei Boris Pistorius wird das besser, das Verhältnis? Ich glaube, dass das aus zwei Gründen besser werden könnte. Das eine ist, ich glaube, jeder, der jetzt neu in dieses Amt kommt, weiß, dass das einfach entscheidend ist und wichtig ist, noch viel wichtiger als zum Amtsantritt von Christine Lambrecht, dass man da mehr tun muss. Zweitens haben wir es hier mit Boris Pistorius, mit einem Politiker zu tun, der wirklich Lust auf dieses Amt hat, der mit den Hufen scharrte, der es unbedingt wollte und sich auch, wie ich glaube ihm, dass wenn er sagt, dass er sich 150-prozentig einbringen möchte. Ne? Er hat ja gestern, war ja gestern schon, nicht nur, dass er, bevor er überhaupt ernannt wurde, schon eine ganze Reihe von Terminen abgearbeitet hat, ne? Und nicht nur bei Frau Strack-Zimmermann, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sondern auch viele andere Termine. Er hat auch bei Twitter schon, war er schon aktiv und hat sich schon als Bundesminister der Verteidigung dort. Den Satz kannst du noch zu Ende machen, Nikolaus. Aber ich habe dir zu verstehen gegeben, dass wir jetzt dann doch, entschuldige bitte, okay, auf die Live-Bilder gehen im Bendlerblock. Denn dort also jetzt die militärischen Ehren, die Verabschiedung noch einmal. Wir haben sie gerade gesehen von Christine Lambrecht, die also im Hof steht. Und da fährt er vor, der ernannte und vereidigte neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Da wird er empfangen von Christine Lambrecht. Und wir gehen live auf die Bilder. Und sprechen mit unserem Kollegen Marco Reinke, der nämlich für uns vor Ort ist und etwas darüber sprechen wird, was jetzt im Bendlerblock bei diesem letzten offiziellen Termin passiert. Ja, ganz genau. Also hier wird jetzt gleich Boris Pistorius empfangen werden, eben auch mit militärischen Ehren von dieser Ehrenformation des Wachbataillons, wird dann auch begrüßt werden vom Generalinspekteur der Bundeswehr von Eberhard Zorn. Dann wird hier auch diese Formation gleich abgeschritten werden und dann werden wir ja auch schon das erste Statement hören vom neuen Verteidigungsminister, sozusagen ganz neu bzw. ganz frisch dann auch im Amt bzw. eben dann die ersten öffentlichen Äußerungen sozusagen. Und er hat offenbar auch die Zeit jetzt heute Morgen genutzt, hat auch mit seinem französischen Amtskollegen telefoniert und die beiden haben sich dann auch schon einmal einen ersten Austausch oder für einen ersten Austausch die Zeit heute Morgen genommen. Von daher, es ist schon ein ereignisreicher Tag für Boris Pistorius und dann kommt ja auch noch der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin direkt im Anschluss. Von daher eine Schonfrist. Die haben wir ja schon in den letzten Tagen angesprochen. Die gibt es nicht. Von daher geht es hier dann auch direkt los in die Amtsgeschäfte hinein. Und dann wollen wir einmal auf die Bilder schauen, denn wir sehen, hinter dir geht's los. Wir sehen also die Soldaten, du hast es gerade angesprochen. Und hier also dann Boris Pistorius an der Seite von Christine Lambrecht, von der er heute Morgen ja schon offiziell das Amt übernommen hat. Die militärischen Ehren, bevor es dann wirklich auch direkt mit dem Kaltstart losgeht.
Auf alle! Auf!
Bauer, der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, militärische Ehren hatte empfangen. Damit ist er hochoffiziell eingeführt in sein Amt, nachdem er am Morgen vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde erhalten hat. Danach wurde er im Bundestag vereidigt. Und wir erwarten dann aber gleich noch einmal ein kurzes Statement von Boris Pistorius. Vor Ort unser Kollege Marco Reinke, der das Ganze natürlich mitverfolgt hat. Es war eine Verabschiedung und eine Begrüßung. Christine Lambrecht an der Seite von Boris Pistorius. Wie wichtig sind die Truppen für den Erfolg von Pistorius in diesem neuen Amt? Ja, ich glaube, dass es für ihn schon enorm wichtig wird, schnell das Vertrauen von den Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Denn zuletzt hatte man immer wieder aus Reihen der Bundeswehr so ein bisschen das Credo gehört. Der nächste Schuss, der muss jetzt aber sitzen. Also von daher ist es jetzt sozusagen noch einmal fast schon ein Versuch, möchte man sagen. Beziehungsweise ist jetzt eine weitere Chance, die die Truppe sicherlich auch dem neuen Verteidigungsminister gibt. Und der muss sich natürlich dann auch jetzt im Amt beweisen. Und er hat ja schon angekündigt, dass er sich, wann immer es geht, vor die Truppe stellen wird. Dieses Versprechen, das muss er natürlich auch am Ende erfüllen, wenn er dann wirklich das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten am Ende gewinnen will. So, das sind die Bilder aus dem Wendler-Blog, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die gewesene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und der gerade militärische Ehren empfangende neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der dann auch gleich seine ersten Worte als Bundesverteidigungsminister richten wird an die Soldatinnen und Soldaten, an die Nation. Das, was auf ihn zukommt, Nikolaus Doll, alles andere als ein Kindergeburtstag. Ja, genau. Und er hat wirklich nicht viel Zeit. Er muss heute schon liefern, er muss morgen schon liefern. Heute bei den ersten Gesprächen und beim ersten Gespräch mit dem US-Verteidigungsminister, das ja wirklich entscheidend ist. Ne? Dann, wie gesagt, die sehr schöne, unschöne Wolte von den Polen mit ihrer Ankündigung, einseitig Leopardpanzer liefern zu wollen. Und dann morgen gleich die Rammstein-Gespräche, an die sehr hohe Erwartungen geknüpft sind. Irgendwas muss in der Frage der Panzerlieferungen rauskommen. Das heißt, Boris Pistorius hat nicht nur einen Kaltstart hinzulegen, sondern er muss quasi sofort liefern. Klare Worte und klare Taten werden jetzt von ihm erwartet. Er ist schon einen Schritt weiter als Olaf Scholz, könnte man fast sagen, denn er hat schon gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Ein Satz, zu dem Olaf Scholz sich bisher so noch nicht durchgerungen hat, noch nicht gesagt hat. Trotzdem die Russland-Nähe der SPD immer wieder ein Thema und auch bei Boris Pistorius in der Vergangenheit ein Thema gewesen. Kann man sich jetzt sicher sein, das hat er abgelegt, oder ist das noch immer ein Zweifel, der über unserem neuen Verteidigungsminister etwas schwebt? Also, ich glaube, er hat das abgelegt und ich glaube, er hat da einen Schwenk vollzogen, und dazu gehört natürlich auch dieser Angriffskrieg der Russen und vor allem, wie die Russen diesen Krieg führen. Richtig ist allerdings auch, dass der damalige Außenminister Heiko Maas 2018 von zunehmender Feindseligkeit Russlands sprach und man diese Botschaft nicht hören wollte, auch in seiner eigenen Partei nicht hören wollte. Und er ist dafür stark kritisiert worden und die Partei ist dann nicht mitgegangen, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Und da war Boris Pistorius einer von denen, die Maas dafür kritisiert haben. Das ist lang her, wir reden über 2018. Und ich glaube, dass die neue Lage eine neue Einschätzung erfordert seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Und dem hat sich Boris Pistorius angepasst, was nach allem, was man hört. Und ich finde das legitim und völlig okay. Die Frage ist, wie viel Spielraum wird er jetzt haben, um eine bessere Politik zu machen als seine Vorgängerin? Und das kann nicht er alleine entscheiden. Und das nutzt auch nichts, wenn er das Verteidigungsministerium komplett umbaut, sondern er braucht eine Partei und eine Bundesregierung, die sich einig ist, die überhaupt weiß, wo sie hin will. Lass uns nochmal über Spielraum reden. Denn Spielraum ist das eine, die Mannschaft das andere. Ganz kurz nochmal zum Bild, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind noch im Bendlerblock. Die ersten Worte des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius werden erwartet. Das Ganze dann live hier bei Welt. Spielraum ist die eine Sache. Die Mannschaft, die hinter dem Verteidigungsminister steht, die beratende Mannschaft, eine ganz andere. Wo wird da der Unterschied sein zwischen einer Christine Lambrecht und einem Boris Pistorius? Denn weil ohne die beratenden Militärs, ich meine, nur weil man Grundwehrdienst abgeleistet hat, ist Boris Pistorius kein in das Militär Einblick habender Mann, sondern er hat dort das geleistet, was Hunderttausende, Millionen in den letzten Jahren getan haben. Aber von der Mannschaft hängt auch sehr, sehr viel ab.
Das ist einer der entscheidenden Punkte, die letztlich darüber entscheiden, ob seine Politik im Amt erfolgreich ist oder nicht. Also du brauchst erstmal die entsprechende Mannschaft. Du darfst den Laden nicht komplett auskehren, darfst ihn aber auch nicht konstant so lassen, wie er ist. Und vor allen Dingen. Ich unterbreche dich an dieser Stelle. Wir wollen die ersten Worte von Boris Pistorius als Verteidigungsminister hören. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Wendlerblock. Ich bin heute Morgen vom Bundespräsidenten, habe ich meine Urkunde bekommen, bin gerade vereidigt worden, bin sehr freundlich aufgenommen worden. Gestern schon Besuch hier im Haus. Und auch jetzt heute Morgen wieder. Ich freue mich sehr und bitte gleichzeitig um Verständnis, dass das heute noch kein ausführliches Statement wird. Dafür wird noch ausreichend Gelegenheit in der nächsten Zeit geben, angesichts der aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ganz ohne Frage, und das sage ich mit aller Demut und mit allem Respekt, das ist ein außerordentlich besonderer Moment für mich. Das ist eine Aufgabe mit herausragend großer Verantwortung, schon in Friedenszeiten, aber erst recht in Zeiten, in denen wir in Europa wieder mit einem Krieg konfrontiert sind. Und das ist eine Herausforderung für die Sicherheit unseres Landes damit, aber gleichzeitig immer auch für 265.000 Menschen mit und ohne Uniform, meine Damen und Herren. Es sind keine normalen Zeiten, es ist Krieg in Europa. Russland führt einen grausamen Vernichtungskrieg gegen einen souveränen Staat, gegen die Ukraine. Deutschland ist nicht Kriegspartei, trotzdem sind wir von diesem Krieg betroffen. Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr. Ich bin Christine Lambrecht sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die sie im vergangenen Jahr geleistet hat. Sie hat viele Dinge angeschoben. Aber der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Die Streitkräfte, das muss man leider sagen, sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden. Diese Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat das beendet. Und meine Aufgabe wird es sein, diesen greifbaren Fortschritt jetzt hinzubekommen. Und ich empfinde Freude und Entschlossenheit für diese neue Aufgabe. Und ich sage Ihnen auch, Sicherheit in diesem Land hat für jeden von uns auch eine persönliche Bedeutung. Und als jemand, der 10 Jahre in Niedersachsen für innere Sicherheit Verantwortung getragen hat, weiß ich, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Und das gilt natürlich auch und in besonderer Weise für die Menschen, die in der Bundeswehr, im Verteidigungsministerium und darüber hinaus ihren Dienst versehen. Aber gerade die Truppe braucht unsere Unterstützung. Und ich brauche für meine Arbeit in den nächsten Jahren die Unterstützung aller, die in diesem Bereich tätig sind. In der Bundeswehr, im Verteidigungsministerium, in den Behörden, die dazugehören. Ich brauche jeden Einzelnen, ich brauche die Unterstützung aller. Und ich werde Sie auch einfordern. Meine Damen und Herren, der Bundeswehr kommt in der Zeitenwende eine Schlüsselrolle zu. Meine Aufgabe wird es sein, und daran setze ich alle meine Kraft, dass die Bundeswehr diesen Auftrag erfüllen kann im Interesse Deutschlands, im Interesse der NATO und im Interesse der Menschen. Vielen Dank. Okay. Eine Zeitenwende muss jetzt kommen. Das also das ganz klare Statement. Und er braucht dafür Unterstützung.